willkommen zu einem neuen Video. Heute backen wir Hefeschnecken. Und zwar zweierlei Sorten, ein ganzes Blech voll. Einmal die typischen Zimtschnecken und die anderen sind mit Pudding und frischen Beeren gefüllt. Viel Spaß! Als erstes machen wir den Hefeteig. Dafür brauchen wir 1 Kilo Mehl. Ich habe jetzt halb Vollkorn, halb weißes Mehl genommen. 600 Milliliter Sojamilch, 100 Gramm Zucker, 120 Gramm Butter, 8 Gramm Hefe und eine Prise Salz. So, die Hefe kommt dann in die Rührschüssel und ein Teil von der Milch dazu und der Zucker. Und dann wird es so lange gerührt, bis die Hefe sich aufgelöst hat. Dann kommt der Rest von der Milch dazu und die Butter. Die Butter soll also schon sehr weich sein. Müsst ihr vorher ein bisschen rausstellen und dann noch das Mehl dazu und dann wird das alles zerknetet. Ich habe jetzt hier die Maschine genommen, weil es einfach praktischer ist. Man kann es aber auch von Hand kneten oder mit dem Rührgerät. Muss aber schon eine Weile kneten, also 10 Minuten sollten es schon sein. Ich stecke dann immer einfach die komplette Schüssel in eine Tüte, in eine große. Dann trocknet der Teig nicht aus und dann lassen wir so 3 bis 4 Stunden gehen. So, dann kochen wir auch schon mal den Pudding für die Füllung und zwar aus 400 Milliliter Sojamilch, ein Päckchen Vanillepuddingpulver und 2 Esslöffel Zucker. So, das wird dann einfach gekocht, wie es auf der Packung steht, nur eben mit den 400 Milliliter Milch. Ein Teil von der Milch kommt zum Zucker in der Tasse und der Rest kommt in den Topf. Und dann noch das Puddingpulver dazu in die Tasse und dann wird es erstmal glatt gerührt. So, dass keine Klümpchen mehr drin sind. Ich werde zum Kochen gebracht und dann nehmen wir sie vom Herd und machen unsere Puddingpulvermischung dazu. Dann einmal gut verrühren und dann noch mal kurz aufkochen lassen. So, wenn der Pudding dann einmal gekocht hat, dann füllen wir ihn in eine Schüssel um und decken mit Frischhaltefolie zu, dass er keine Haut kriegt. Und dann lassen wir ihn auf Zimmertemperatur abkühlen. So, für die Zimtfüllung brauchen wir 75 Gramm Butter, 75 Gramm Zucker und 3 Teelöffel Zimt. Das stellen wir auch alles schon mal raus, dass die Butter zimmerwarm wird und nachher streichfähig ist. So, wer jetzt Tiefkühlbeeren verwenden will, das solltet ihr auch schon mal rausstellen. Wir brauchen insgesamt 300 Gramm Beeren. Ich habe jetzt zur Hälfte Brombeeren aus dem Garten genommen und zur anderen Hälfte tiefgefrorene Himbeeren. So, für die Zimtfüllung, da wird erstmal Zimt und Zucker miteinander verrührt und kommt dann zu der weichen Butter und dann wird es so ein bisschen eingeknetet, so dass es halt eine gleiche glatte Masse ist und der Zimtzucker schön untergerührt ist. So, dann schauen wir mal nach unserem Teig. Das sieht gut aus, der ist schön aufgegangen jetzt. So, dann bereiten wir das Backblech vor. Ich habe jetzt so ein kleineres genommen und habe da, also so ein tieferes, und habe da ein Backpapier und eine Backfolie draufgelegt. So, dann teilen wir den Teig in 2 Hälften auf einer bemehlten Arbeitsfläche. Die eine Hälfte falten wir einmal zusammen und legen sie wieder auf die Seite. Und die andere Hälfte wird ausgerollt zu einem Rechteck.
Da kommt dann unser abgekühlter Pudding drauf und wird einmal glatt gestrichen. Und dann werden auch unsere Beeren drauf verteilt. So, dann wird das Ganze vorsichtig aufgerollt. Wenn es jetzt doch mal an der Stelle irgendwo ein bisschen kleben sollte, dann kann man da mit der Teigkarte so schön drunter gehen. Dann klappt das ganz gut. Ich habe jetzt das so ungefähr gleich große Stücke aufgeteilt, also 12 Stück. Und dann nehme ich jetzt ein Stück Zahnseide, gehe unter die Rolle drunter und überkreuze die Fäden oben und schneide es so durch. Weil wenn man jetzt ein Messer nehmen würde, dann würde man die Rolle so platt drücken und dann hat man nachher keine schönen runden Schnecken. Und so klappt das eigentlich ganz gut. Und die setze ich dann eben in dieses Blech rein. So, mit der zweiten Hälfte dann genauso, also einmal schön ausrollen und dann kommt da unsere Zimtbutter drauf und wird auch verstrichen. Dann auch aufgerollt und unterteilt und dann auch mit der Zahnseide wieder durchgetrennt und dann werden sie auch ins Blech gesetzt. Ich weiß, bei mir ein bisschen eng, aber haben alle reingepasst. Die gehen dann schön nach oben auf. So, ich habe das dann noch mit Milch, also mit Sojamilch eingepinselt und mit Hagelzucker bestreut. Das ganze Blech wieder in die Tüte. Dann gucke ich jetzt, dass die Tüte natürlich nicht auf den Schnecken aufliegt und dann lassen wir es noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde aufgehen. In der Zeit heizt man den Backofen auf 180 Grad vor. So, nach einer dreiviertel Stunde sehen die dann so aus. Sie sind also schön aufgegangen und dann kommt sie in den Backofen und wird ungefähr 35 bis 40 Minuten gebacken. So, nach dem Backen stellen wir das auf dem Gitter und lass es ein bisschen abkühlen. Bis dann anfassen kann, da kann man es schön hier an der Folie so rausziehen. Die ist gerade einmal so rausgeschubbt mit Schwung. Ja, wenn sie dann einigermaßen abgekühlt sind, dann kann man sie also auseinandernehmen. Ich habe jetzt dann mit dem Messer ein bisschen nachhelfen müssen, weil es bei mir ein bisschen eng war. Und dann setze ich sie auf den Gitter und lasse sie vollends auskühlen. Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken und guten Appetit. Tschüss!